Ich weiß nicht, wie viele Leute haben mich gefragt, Coco, wieso trägst du zwei Uhren? Und meine Antwort ist immer wieder, ich bin ständig am Schreiben in Instagram, in YouTube, überall fragen mich die Leute per E-Mail, warum trägst du zwei Uhren? Und ich schreibe immer zurück, weil ich nicht zwei Autos gleichzeitig fahren kann. Und nein, aber wie kam diese Idee für zwei Uhren? Ich trage jetzt schon seit einer Woche zwei Uhren. Einigen habe ich auch geschrieben, das sind die Midlife-Crisis. Nein, aber Spaß beiseite. Wie kam das? Ich habe mir wirklich gedacht, hey, ich habe zwei Autos, ich würde gerne zwei Autos fahren, aber geht halt nicht. Du musst dich immer für eins entscheiden. Ja, was liebe ich? Also ich liebe Autos und Uhren, aber zwei Uhren geht. Also habe ich mir gesagt, ab jetzt trage ich zwei Uhren. Und was mir bei dieser Idee gefallen hat, ist, dass ich anders bin. Ja, ich habe eine verrückte Idee. Und ich gehe dahinter und ich setze die um. Und die meisten Menschen haben eine verrückte Idee und die fangen an zu denken, ja, aber was werden sie denken? Ja, ganz ehrlich, für mich am Anfang war auch komisch. Jetzt, wenn ich die eine Uhr zu Hause lasse, dann fühlt sich das komisch an. Ja, vielleicht werde ich irgendwann wieder nur eine tragen, ja. Aber alles, was anders ist, ist gut für mich. Warum? Weil ich etwas Neues ausprobiere. Und glaub mir, mit dieser Strategie habe ich eine Menge auf die Fresse bekommen. Indem ich andere Sachen ausprobiert habe, indem ich mich in Bereichen getraut habe, wovon ich nicht so die Ahnung habe. Aber ich habe auch einige Sachen gefunden, die richtig geil funktionieren. Und diese Sachen, die richtig durchbrennen, die richtig wie eine Rakete nach oben schießt, das sind die Dinge, wofür es sich lohnt, anders zu sein. Also die Botschaft dieses Videos: sei einfach anders. Sei einfach anders in bestimmten Momenten, denn die Masse verliert immer. Es ist an der Börse so, es ist im Leben so. Wenn du immer das tust, was dein Nachbar tut, was dein bester Freund tut, was der tut, was sie tut, dann wirst du keinen Erfolg haben. Du musst mutig genug sein, um Sachen anders zu machen. Und dann kommt der Erfolg automatisch. Natürlich wirst du auch hier und da komplett ins Klo greifen. Ja, sagt man das so? Keine Ahnung. Aber du wirst auch ein paar Mal richtig Erfolg haben. Und genau das ist auch meine Einstellung beim Training. Und ich habe so viele Sachen ausprobiert. Und ich bin richtig auf die Fresse gefallen. Ich habe auch richtig Erfolg gehabt. Alles. Das Wichtige ist, mit meinem Risikomanagement, selbst wenn 2018 war mein schlimmstes Trading-Jahr, selbst wenn 2018 das schlimmste Trading-Jahr war, habe ich jetzt immer noch genug Geld, um ein paar Jahre nicht arbeiten zu müssen und trotzdem ein gutes Leben hier in Dubai zu haben. Und wie geil ist das denn, wenn du so ein Risikomanagement hast, wenn du neue verrückte Sachen ausprobierst und selbst wenn die nicht laufen, du trotzdem noch genug Geld hast in den besten Jahren, die super gelaufen sind. Aber dieser Gedanke hat mich auf etwas gebracht. Hey, du musst jetzt etwas anders machen, ja? Nicht nur die Uhren, sondern du musst etwas anders machen. Du musst dein Training komplett verändern. Du musst etwas Neues suchen. Und ich habe gesucht, und zwar weltweit. Ich bin nach Russland geflogen, bin nach Amerika geflogen, habe mich mit den besten Tradern der Welt wieder zusammengesetzt, mit Tradern, die extrem geringe Verluste haben, wo sie mir ihre Performance live auf ihrem Account gezeigt haben. Da hatte ich einfach das Gefühl, hey, du verarschst mich doch. Du hast doch hier die Verluste gelöscht und hast nur ganz kleine Verluste gelassen, um mich hier nicht komplett auf den Arm zu nehmen. Nein, es gibt solche Trading-Karten und genau darum handelt es sich in unserer neuesten Ausbildung, der perfekte Einstieg. Weil der perfekte Einstieg ist mega wichtig. Du musst wissen, wo du einsteigst und wenn du das weißt, dann geht dein Trade sofort ins Plus. Und wenn er sofort ins Plus geht, hey, erstens, du brauchst nicht zittern, zweitens, du kannst deinen Stopp auf plus minus null nachziehen und drittens, du kannst ziemlich schnell Gewinne absichern. Und genau das behandelt unsere neueste Ausbildung, der perfekte Einstieg. Mit dieser Ausbildung werde ich die Weltmeisterschaft 2019 im Trading mit Futures gewinnen. Es ist eine feste Aussage, ich wollte das schon letztes Jahr ankündigen, aber jetzt ist es angekündigt. Ich werde 2019 die Weltmeisterschaft mit Futures gewinnen. Genau mit dieser Trading-Art, genau mit dieser Trading-Strategie. Und wenn du davon auch profitieren willst, vielleicht willst du damit auch die Trading-Weltmeisterschaft gewinnen, dann treffen wir uns vielleicht in New York. Ich glaube, die Top 5 werden nach New York eingeladen. Wir haben sogar noch eine hammergeile Idee für 2020. Da ist in Dubai die Expo und da werden wir ein Trading-Fonds in Dubai gründen. Und die Trader, die es in den Top 5 geschafft haben, die können entweder Mitgründer sein, oder auf jeden Fall auch für uns traden. Natürlich gucken wir uns auch die Performance an und werden kein fremdes Geld dir geben, wenn du nicht gut performt hast. Weil ich kann es ganz einfach sehen, ob du durch Glück eine Menge Performance gemacht hast oder durch Können eine Menge Performance gemacht hast. Und ich weiß ganz genau, wie dieses Wissen funktioniert. Und das bin ich jetzt bereit, dir weiterzugeben. Ich habe mit demjenigen, der das Wissen entwickelt hat und wo ich dir gesagt habe, dass es so aussieht, als ob da gar keine Verluste da sind, habe ich eine Vereinbarung getroffen. Ich darf dir das Wissen weitergeben.
gegeben und natürlich habe ich es perfektioniert und viel besser gemacht, denn dieser Koko hier hat schon 11 Jahre Trading-Erfahrung. Ich wurde mit allen möglichen Wassern gewaschen. Ich weiß, was scheiße ist und ich weiß, was geil ist. Und genau das wirst du da lernen. Du wirst nicht nur trockene Theorie lernen, sondern du wirst Theorie lernen, du wirst richtig viel Praxis bekommen, du wirst schwarz auf weiß sehen, dass dieses Wissen funktioniert und du wirst eine Menge Übungen bekommen, damit dieses Wissen auch für dich funktioniert. Also du wirst hier mehr arbeiten müssen als bei den anderen Ausbildungen. Ich nehme dich an die Hand und zeige dir, wie profitables Trading funktioniert. Und wie gesagt, Ende 2019, Anfang 2020 sehen wir uns vielleicht in New York oder sonst wo die Gewinner dieser Trading-Weltmeisterschaft gekürt werden. Und ich wäre stolz auf dich, wenn du da neben mir wärst und ich der erste Platz habe und du der zweite. Oder auch mal umgekehrt, wenn du es geschafft hast, durch mein Wissen mich selber zu schlagen. Ich freue mich immer, wenn meine Trading-Studenten besser sind als ich. Und einige waren sogar in 2018 viel, viel besser als ich. Und das hat mich natürlich extrem gefreut. Ich habe kein einziges Mal Neid, ich habe kein einziges Mal irgendwie gedacht, scheiße, ich habe ihm jetzt mein Wissen weitergegeben, jetzt ist er mega erfolgreich damit. Ich freue mich riesig. Und genau mit dieser Einstellung werde ich dir das Wissen auch in dieser Ausbildung beibringen. Denn wenn ich eine Vision habe, dann ist es selber noch sehr viel besser im Trading zu werden, aber selber auch eine noch geilere, noch stärkere Community aufzubauen. Nicht nur die Nummer 1 in Deutschland, sondern die Nummer 1 weltweit. Ich will, dass wir so stark werden, dass wir so gemeinsam und so stark zusammenarbeiten, dass wir etwas ganz Besonderes erschaffen, dass wir vielleicht auch das erfolgreichste Hedgefonds werden auf dieser ganzen Welt. Und all das ist möglich. Aber wird dir jemand die Arbeit abnehmen? Nein. Und deswegen kannst du jetzt den ersten Schritt dafür machen. Triff deine Entscheidung jetzt. Sei jetzt dabei, denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die Ausrede, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ist alles Bullshit. Es ist alles eine gelogene Scheiße ist das. Sorry, dass ich so ehrlich und grob zu dir bin, aber das ist doch die Wahrheit. Hey, ich hatte damals auch kein Geld und ich habe trotzdem Geld verdient, 10 Euro die Stunde auf der Baustelle, um mich weiterbilden zu lassen, um voranzukommen, um wieder mit Autos handeln zu können, um mir ein Trading-Konto wieder zu erarbeiten. Es geht alles. Wenn ich es mit 170.000 Euro Schulden schaffen kann, dann kannst du es auch schaffen. Und nimm mir die Uhren weg, nimm mir alles weg, ich werde es wieder schaffen. Weißt du, wieso? Weil die Einstellung hier richtig ist. Weil selbst wenn ich hier mich von der richtigen Einstellung entferne, erinnere ich mich an die Vergangenheit. Wenn du diese erfolgreiche Vergangenheit nicht hast, das ist übrigens ein super Trick, den ich dir jetzt verrate. Wo ich richtig down war, da habe ich mich an die Vergangenheit erinnert, wie ich in meinem Autohandeln mit 4000 Quadratmeter in Berlin, Charlottenburg, überdachte Fläche mit fast 200 Autos, mit 100 verkauften Autos im Monat, pro Auto Minimum 1000 Euro, sehr selten unter 1000 Euro Gewinn. Da kannst du dir vorstellen, was ich damit verdient habe. Es war ein unglaubliches Erfolgsbusiness. Und wo es mir richtig dreckig ging im Trading, da habe ich mir einfach überlegt, okay, welche Prinzipien hast du da angewendet? Und habe dieselben Prinzipien angewendet. Die Schulden waren innerhalb von, okay, das hat länger gedauert, zwischen Entscheidung und Schulden weg, anderthalb, zwei Jahre, aber die 170.000 Schulden waren weg und dann habe ich so schnell das Geld aufgebaut, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und genau dasselbe will ich auch dir beibringen. Ich will dir nicht nur das Trading beibringen, wie du A kaufst und B verkaufst. Ich will dir beibringen, wie du wie ein Gladiator denkst, wie ein Löwe denkst und handelst, wie du so ein Selbstbewusstsein hast, das selbst 1000 Freunde von dir dich nicht runterbringen können, indem sie dir sagen, wie scheiße du bist. Dir ist alles scheißegal. Du machst es anders und du stehst dahinter. Es ist scheißegal, wer dich auslacht und wer macht. Weißt du was? Die mich damals ausgelacht haben, die wollten danach alle mit mir zusammenarbeiten. Ich habe denen hier gezeigt, ja. Die haben mich ausgelacht, die haben mich fertig gemacht, die haben gesagt, mach das auf keinen Fall, mach auf keinen Fall auch eine Ausbildung, mach auf keinen Fall dies, mach auf keinen Fall das. Und dann, hey, kannst du mich mal promoten? Ich habe mal hier eine Homepage gerade gemacht und dann sehe ich, dass er mich volle Kante kopiert, will noch, dass ich ihn promote und so ein Scheiß. Ja, davon kannst du lange träumen, mein Freund. Die dich runter machen, die werden dir später in den Arsch kriechen. Das ist immer so. Also, sei entweder der Arschkriecher oder sei der Erfolgsmensch, wo alle hinterher sind und wo alle dir in den Arsch kriechen wollen. Und wo du einfach nur sagst, ich mach mein Ding weiter. Ja, ich brauche euch nicht, ich mach mein Ding. Und natürlich gibt es auch coole Leute, mit denen du auch wieder zusammenarbeiten kannst. Also sei niemals geschlossen anderen gegenüber. Ich habe auch Kooperationen, aber mit vernünftigen Leuten, wo alles stimmt, wo die Chemie stimmt, wo keine negative Vorgeschichte ist, ja? Also, es ist deine Entscheidung. Wer willst du sein? Willst du der Arschkriecher sein?
willst du wirklich der Arschkriecher sein? Weil Arschkriecher sagen sich jetzt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und die gehen und gucken, was der Nachbar macht, der viel mehr hat und sind voll nett zu ihm und sagen, ja, kann ich hier? Nein, du wirst der Löwe sein. Du willst der Alpha sein. Du willst der Typ sein, wo alle dich kopieren, wo alle von dir abgucken wollen. Und dafür gehört diese schnelle Entscheidungen zu treffen. Triff deine Entscheidung jetzt. Hier unter diesem Video kannst du jetzt diese einmalige Ausbildung dir sichern. Beziehungsweise schau mal, ob du hier eine Gratistour findest. Ich habe eine Gratistour für diese Ausbildung aufgenommen und diese Gratistour kannst du dir angucken. Dann siehst du auch die Ergebnisse, dann siehst du die Beweise, dann siehst du, wovon ich spreche, wenn ich hier in diesem Video mich mit dir unterhalte. Aber wenn du ein richtiger Macher bist, wenn du ein richtiger Löwe sein willst, dann guckst du dir noch nicht mal die Free-Tour an, weil die ist sowieso in der Ausbildung nochmal drin, sondern du sagst dir, hey, scheißegal, ich treffe diese Entscheidung jetzt. Weil wenn ich das morgen mache, übermorgen mache, umso länger du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, umso mehr fuckt dich deine innere Stimme ab und sagt dir, ach nee, was ist, wenn ich es nicht schaffe, was ist? Bullshit, du schaffst das. Also zieh es durch, triff deine Entscheidung, sei ein Mann, sei eine Frau und fertig. So sieht's aus. So habe ich es geschafft, erfolgreich zu werden. Nicht andersrum. Ja, nicht indem ich überlegt habe, nicht indem ich geplant habe. Ich habe einfach gemacht. Also mach's jetzt und werde auch erfolgreich. Link findest du unter dem Video. Klick auf den Link, kauf, sei dabei, lerne, werde Multimillionär. Ganz einfach. Tschüss und nicht vergessen, Daumen nach oben, falls dieses Video überhaupt auf YouTube kommt. Ne? Weil es war ein bisschen zu geil, oder? Thank you.